In diesem Video erfährst du, wie du möglichst schnell deutlich bessere Noten schreibst. Willkommen zurück, Oberstufenschüler. Hier ist Leo Eckel, der Abiturcoach. Und in diesem Video sprechen wir darüber, wie du es schaffst, wirklich möglichst schnell deutlich bessere Noten zu schreiben. Denn einige von euch sind jetzt frisch in der Oberstufe, sind in ihrem letzten Jahr und merken einfach, hey, ich muss jetzt wirklich mal ranlegen. Ja, wenn ich wirklich irgendwie mein Medizinstudium schaffen will, wenn ich den Schnitt schaffen will, den ich mir vorgenommen habe, der vielleicht auch bei 2,4, 2,3, 1,6, 1,9, wie auch immer liegt. Um den zu schaffen, muss ich jetzt wirklich mal ranklotzen. Vielleicht hatte ich diesen Schnitt in der Vergangenheit schon, aber dadurch, dass in der Oberstufe oder auch im letzten Jahr auch vom Niveau einfach immer noch mal ein gutes Stück zunimmt, muss ich wirklich dranbleiben. Und dementsprechend die Frage, wie schaffe ich es wirklich in möglichst kurzer Zeit hinsichtlich der Schule starke Verbesserungen vorzunehmen, um dann eben die Noten zu schreiben, die ich brauche, um schlussendlich auch den Schnitt zu erreichen, den ich mir vorgenommen habe. Und das schaffst du im Prinzip durch ein paar wenige, aber sehr entscheidende Komponenten. Im allerersten Punkt musst du für dich erstmal klar haben, was hält dich überhaupt davon ab, diesen Notenschnitt, den du dir vorgenommen hast, zu erreichen. Ja, weil ganz oft, wenn wir versuchen, irgendwie besser in der Schule zu werden, dann machen viele einen riesengroßen Fehler. Und zwar fokussieren sie sich auf die Fächer, die ihnen Spaß machen, in denen sie ohnehin schon gut sind. Ja, warum? Weil dafür können wir uns viel leichter motivieren. Wir sind gut darin, wir verstehen viele Zusammenhänge und so weiter. Es macht uns Spaß, die Aufgaben zu lösen, weil wir sie eben auch meistens lösen können. Und wir denken uns, wenn wir in den Fächer reinhängen, wo wir eh schon gut sind, werden wir noch besser, können wir noch pushen, mehr pushen. Aber das stimmt überhaupt nicht. Denn wenn du in einem Fach beispielsweise auch schon auf 12, 13 Punkten stehst, dann noch auf 14, 15 Punkte hochzukommen, kann ein extrem großer Lernaufwand sein, weil du wirklich jedes Detail nochmal können musst, weil du wirklich stark über den Stoff hinausdenken musst, weil du wirklich auch in der Prüfung keinen einzigen Fehler machen darfst. Ja, das ist extrem schwierig. Auf der anderen Seite, wenn du ein Fach hast, wo du auf 6, 7, 8, 9 Punkte stehst, da, wenn du dieses Fach ernster nehmen würdest und dich mehr motivieren würdest dafür und da wirklich auch mal guckst, was sind denn die ganzen Lücken, die ich da habe? Warum stehe ich da derzeit auf dem Notenschnitt? Was muss denn passieren, damit ich da wirklich mal auf 12 Punkte hochkomme, mal auf 13 Punkte hochkomme? Dann ist das im ersten Moment vielleicht was, wo du sagst, boah, da habe ich nicht so viel Bock drauf, aber du wirst diesen Sprung viel einfacher schaffen. Weil eine Sache, bei der du schon 90% gut bist, dann noch auf 93%, 95%, 97% zu kommen, ist super, super schwierig, weil es auf jedes einzelne Detail ankommt. Aber eine Sache, die du eh nur erst so halb kannst, da einfach nochmal ein gutes Stück oben drauf zu legen, ist viel, viel einfacher, weil du musst dir das vorstellen, wenn du von der Sache überhaupt gar nichts weißt, nur eine Sache davon zu lernen, dann schon 10, 20% von der Thematik ja, erstmal drauf zu haben, ist super einfach. Dann musst du dir meistens drei Sätze durchlesen, schon passiert. Aber wenn du in irgendwas schon extrem gut bist, dann noch auf das allerletzte Level zu kommen, ist super, super schwierig. Ja, deswegen hab für dich klar, was sind eigentlich wirklich die Fächer, in denen ich gerade so am schlechtesten bin. Schau dir einfach mal deine Noten und deine Punkteanzahlen, die du auf die jeweiligen Fächer hast und überleg dir dann, okay, was sind wirklich so meine Baustellen? Was sind die Fächer, die mich runterziehen? Und dann setzt ganz konkret an denen an. Ja, weil da kannst du meistens nochmal richtig was rausholen. Das meist auch in wesentlich schnellerer Zeit. Ja. Dann ein Punkt, den ich immer, immer wieder sehe, ist, dass sich so viele mit dem Schnitt, den sie bisher hatten, so sehr identifizieren, dass sie sich überhaupt gar nicht vorstellen können, noch einen besseren Schnitt zu haben. Ja, zum Beispiel eine Sache, da arbeiten wir auch bei unseren Coaching-Teilnehmern super stark dran, dass du halt auf der einen Seite nicht nur sagst, okay, meinetwegen, ich stehe jetzt auf 2,5, ja, und ich hätte gern 2,0. Dass du dann dir bewusst machst, natürlich musst du dafür lernen, natürlich brauchst du auch die richtigen Strategien, die wir mitgeben, aber du musst auch erstmal selbst davon loslassen, dass du eine Person bist, die 2,5 schreibt und in das Mindset und in die Denkweise reinkommt, dass du jemand bist, der 2,0 schreibt, der vielleicht sogar einen 1er-Schnitt hat. Ja? Weil das ist das, was ich merke, was eigentlich diese schnelle Entwicklung zu einem wesentlich besseren Notenschnitt mit am meisten abhält. Ja? Wenn du, ich sage immer, Erfolg besteht aus drei Komponenten. Ja, das eine ist Machen, das zweite ist die Strategie und die dritte Sache ist einfach deine Identität, ja, dass du dir selbst erlaubst, überhaupt diese Verbesserung vorzunehmen. Und wenn du jetzt sagst, hey, ich will wirklich was verändern, dann ist deine Motivation da. Ja, dann kannst du für dich erstmal sagen, okay, ich gebe jetzt Gas und ich will da was verändern. Ja, wenn du bei uns coachen kommst, hast du alle richtigen Strategien. Ja, das heißt, Punkt 2 ist auch erfüllt. Und Punkt 3 ist aber dann oftmals der, wo es bei vielen scheitert, wenn sie beispielsweise irgendwie nicht bei uns irgendwie mit in den Coaching-Calls dabei sind und so weiter. Weil wenn du alleine bist, ja, und du weißt das gar nicht, dass ich sowas abhalten kann, dann merkst du das gar nicht. Du denkst, deine Strategien funktionieren nicht oder du denkst, du bist nicht motiviert genug. Aber in Wahrheit
hast du Motivation? In Wahrheit hast du vielleicht auch schon gute Strategien, ja, oder bei unseren Coaching dann sehr gute Strategien. Aber was dich noch aufhält, ist, dass du dir denkst, du kannst nicht überhaupt in diesem Schnitt sein. Du kannst dich darin nicht sehen, du kannst dich damit nicht identifizieren. Ja? Deswegen machen wir es bei unserem Coach nämlich mittlerweile so, dass wir eigentlich jedem Schüler gleich von Anfang an sagen, dass er sich sofort von Anfang an da reinversetzen soll, ja, in die Situation, wenn er diesen Schritt schafft, welche Person er wäre. Ja, weil dann ist das nicht mehr eine Sache, die dich aufhält, sondern es ist eine Sache, die dich magisch dorthin zieht. Ja. Deswegen stell dir selbst mal die Frage, gibst du schon Gas? Weißt du wirklich schon, wie man richtig lernt, was die Zeitmanagement-Strategien sind und so weiter? Und dann vor allem, erlaubst du dir selbst wirklich auch diesen Schnitt zu schaffen? Ja, weil du kannst so viel Gas geben, wie du willst, du kannst die besten Strategien haben, wenn du es dir nicht erlauben kannst, ja, dir selbst sagen, okay, ich bin das wert, ein 1-Abi zu schreiben, ja, dann kann objektiv betrachtet alles richtig sein, aber dein Kopf wird dich die ganze Zeit wieder zurückziehen, ja, und wie das zum Beispiel auch vermeidest, erklären wir dir auch bei uns im Coaching, aber das ist super, super wichtig, dass du für dich wirklich einfach weißt, hey, das ist eine Komponente, auf die ich auf jeden Fall auch ganz, ganz stark aufpassen muss. Und dann der dritte Aspekt, der noch super, super wichtig ist, um wirklich möglichst schnell deine Noten deutlich zu verbessern, und zwar, du musst wirklich eine radikale Entscheidung treffen. Ja, du musst wirklich eine radikale Entscheidung treffen, wirklich sagen, okay, ich will meine Noten richtig krass verbessern. Weil oft, wenn ich mit manchen von euch so auf Instagram schreibe oder auch so mit Schülern im Gespräch bin, da habe ich manchmal schon das Gefühl, okay, manche Leute wollen wirklich was verändern, aber manche habe ich auch so das Gefühl, na, das ist mehr, sie sagen es mehr, als dass sie es wirklich wollen. Ja? Und das ist ganz, ganz, ganz gefährlich. Wenn du zum Beispiel merkst, hey, ich habe jetzt die ganze Zeit schon irgendwie gesagt, ich will mal bessere Noten schreiben, aber irgendwie kann ich mich nicht so richtig aufraffen oder ich habe doch nicht so viel Bock und so weiter, dann wird das auch nicht funktionieren. Ja, weil du musst eine radikale Entscheidung treffen, okay, ich mache das definitiv. Ohne Wenn und Aber. Ja, und dann, wenn du dann diese Entscheidung mal getroffen hast, dann wirst du alles dafür tun, um wirklich dorthin zu kommen. Aber solange diese Verbesserung für dich nur eine Option ist, wo du sagst, ja, wäre ganz schön, aber wenn es nicht, ist auch nicht so schlimm. Warum solltest du dich aufraffen? Warum solltest du deinen Schweinehund überwinden? Warum solltest du weniger am Handy sein? Warum solltest du dich mit Lernstrategien befassen? Warum solltest du vielleicht auch bei uns im Coaching einsteigen und so weiter, wenn du es gar nicht wirklich möchtest? Ja? Aber wenn du sagst, ich treffe eine radikale Entscheidung für mich selbst, dann wird das Ganze auch funktionieren. Ja? Deswegen wieder, kommt gerne zu uns ins Coaching. Das ist zum Beispiel auch eine Entscheidung, wo ich merke, wenn jemand sich bei uns einfach entscheidet, so ein Coaching zu buchen, ja, das ist so eine klare Entscheidung, okay, ich will das definitiv machen. Und diese Entscheidung, die zieht sich so lange mit, teilweise über den Zeitraum hinaus, wo wir die Person dann betreuen, weil ich gesagt habe, ich habe einmal diese Entscheidung getroffen, um zu sagen, okay, ich bewerbe mich auf dieses Coaching und ich will wirklich einfach was verändern an meiner schulischen Situation, aber dann auch grundsätzlich in meinem Leben. Ja? Und diese Entscheidung, die unsere Teilnehmer zum Beispiel da dann treffen, ja, die ziehen sich dann teilweise so weit, ja, über den Zeitraum, wo wir sie betreuen, bis zu ihren neuen Notenschritten, die sie erreichen, bis zu den neuen Personen, die sie dann werden und dann auch über ihr Leben hinweg. Ja? Und das ist eine Sache, die, glaube ich, mich persönlich zum Beispiel auch stark auszeichnet. Ich habe immer schon sehr direkt sehr wichtige Entscheidungen getroffen. Ich bin nie vor sowas weggelaufen. Ja? Und deswegen, wenn du merkst, hey, da soll ein bisschen mehr passieren, ja, bewerb dich gerne bei uns aufs Coaching. Da hast du die Möglichkeit, dass ich als dein persönlicher Coach dir wirklich alles beibringe, was ich an Strategien zuerst für mich selbst, für meine 1,0 Abiturprüfungen mir erarbeitet habe und natürlich ist auch in den letzten 2 Jahren, wo ich Dutzende, Hunderte, über die Videos Hunderttausende von Schülern dabei geholfen haben, stressfrei ihren Zielschnitt zu erreichen. Deswegen, wenn das Ganze für dich interessant ist, dann bewerb dich gerne auf den ersten Link in der YouTube-Beschreibung oder nutze einfach den ersten angepinnten Kommentar und dann können wir wirklich in der Tiefe signifikant helfen und genau all die Punkte, die wir hier in dem Video besprochen haben, nochmal wesentlich tiefer und auch personalisiert für dich umzusetzen. Ich freue mich auf dich. Denk dran, ich glaube an dich. Wir beide sehen uns im nächsten Video. Dein Leo.